von Hari Sauri Prabhu. Wir sind bei 25. Januar 76. Und du weißt ja wahrscheinlich, wo wir sind, an welcher Stelle, oder? Nee, es ist ungefähr anderthalb Seiten weiter. Jetzt geht es los mit "That this is going on and our prayer is I don't want anything." Also mit Tod, dead oder tot sein. Im Englischen sind es anderthalb Seiten. Oder da kommen so drei Sterne und dann Jayapataka Swami returned later. Hast du das? Ja? Okay. Yes, in the... Okay. Jayapataka Swami returned later in the day from Calcutta with a favorable report. Mr. Choudhury and his family will come to visit Srila Prabhupada on Sunday, February 1st. The man was very happy to see Jayapataka Maharaj and enthusiastic to help. Harikesh is becoming increasingly ill. He looks weak and emaciated and has no strength. It is all he can do just to cook Srila Prabhupada's lunch. Prabhupada observed him going to the toilet just after eating breakfast. He shook his head and quoted a Bengali proverb. He who cannot sleep immediately upon resting and he who passes stool immediately after eating will be soon be called by Yamaraj. Oops. On the other hand, he who passes stool before eating and urine after, the physician cannot make a living from. Oh, this is an interesting new point, huh? Especially for you, huh? I didn't know. He who passes stool before eating and urine after. Okay, so. In the evening, I came into Prabhupada's room just in time to catch the tail end of an hour-long conversation between Harikesh and Srila Prabhupada. Harikesh was posing questions about description of Vedic cosmology in the newly published fifth canto of Srimad Bhagavatam. Many confusing diagrams and captions have been included by the editors, and Prabhupada said it will have to be revised because the editors have made mistakes. Harikesh was trying to clarify his own understanding of the position of the sun and moon, the general structure of the universe, and the exact length of the yojana, of one yojana. I listened intently as Prabhupada described how the planets move within the universal shell. He pointed to the chandelier hanging from the ceiling and compared the situation of the lights with that of the planets. He explained that all the planets move in unison. Okay. He explained that all the planets move in unison around the pole star, and within that structure, the sun has its own orbit. Harikesh asked many questions until our ability to understand his explanations was stretched to its limits, and Prabhupada finally stopped. Prabhupada's knowledge appears fathomless. I sat and watched as he got up from his seat and moved toward the door, smiling all the while. He seemed to have a deep serenity, to be carrying within himself a vast, limitless wellspring of knowledge and understanding, and to possess a beautiful sobriety of the soul that attracted my mind more than ever before. I became absorbed in the natural flow of his movements, the gentility of his demeanor, and the soft expressiveness of his features. Everything within the periphery of my vision, except Srila Prabhupada, began to recede and fade as he seemed to emanate an increasingly bright effulgence, filling the whole room and beyond. It wasn't an ordinary light, nothing that could be seen like the beams from a torch or bulb. But it was there, more subtle than sunlight,
expanding and shining through my mind and intelligence, pervading my consciousness, touching my soul. I became overwhelmed with appreciation of Prabhupada's purity and grace. The feeling of wanting absolutely nothing whatever in life other than to simply serve his lotus feet without any other concern welled up in my heart. I have never experienced a satisfaction greater than this. I felt it intensely. For perhaps the first time, I experienced what I can only describe as feelings of unconditional surrender, in unequal love, fully devoid of any material distraction or selfish interest. His very being shone and radiated, pervading everything, and I was his eternal servant. It's hard to describe. It didn't seem that Srila Prabhupada was doing anything more than he ever does. He is himself. But somehow, for once, my own consciousness suddenly opened and became receptive enough to perceive him more clearly than ever before. And then he disappeared through the door and down the corridor, leaving me once again wondering just who he really is. Srila Prabhupada Ki Jai. Wow. Wie unfortunate so, we have never met Srila, achso, wir sprechen ja in Deutsch, ja. Wir sind leider so unglückselig, dass wir Srila Prabhupada nie persönlich kennengelernt haben. Es ist wirklich sehr faszinierend, das zu hören, welche Ausstrahlung Srila Prabhupada hatte und wie viel Kraft, wie viel spirituelle Verwirklichung. Und es ist auch interessant, es ist mir so in Gedanken gekommen, dass Srila Prabhupada ist der Shakti Avesh Avatar, der Krishna-Bewusstsein in den Westen gebracht hat. Und er hat so viel Wissen, vollkommenes Wissen. Und trotzdem spricht er mit seinen Schülern, erklärt ihnen die Planeten und sie diskutieren. Und er nimmt sich so viel Zeit, um mit Hare Krishna eine Stunde drüber zu reden, obwohl, wie er beschrieben wurde, ihre Intelligenz gar nicht ausreichend ist, das überhaupt zu verstehen. Nach einer Stunde hat sich ihnen schon der Kopf gedreht und sie wussten gar nicht mehr, was los ist. Und trotzdem hat Prabhupada sich praktisch auf diese Ebene herabgelassen, so viel Barmherzigkeit seinen Schülern zu geben und versucht, ihnen alles zu erklären, obwohl sie, die waren ja damals junge Männer, die waren ja in ihren 20ern, die waren ja jetzt auch nicht besonders erfahren, weder im materiellen noch in irgendeinem Sinne, sie waren ganz junge Devotis. Und diese ermächtigte Seele hat so viel Gemeinschaft diesen jungen Männern, Jungs und Mädchen gegeben. Also das ist wirklich sehr faszinierend, zu sehen, wie tief Srila Prabhupada's Barmherzigkeit war, seine, ja, sein Mitgefühl, seine Entschlossenheit, dieses Wissen weiterzugeben. In den Fußstapfen von Lord Nityananda und Lord Chaitanya. Ja, möchte jemand noch etwas ergänzen? Damals hat Prabhupada gerade den 5. Kanto rausgebracht, wo die vedische Kosmologie beschrieben wurde. Und heute bauen wir das TOVP. Heute ist es soweit, dass dieser Traum in Erfüllung geht, dass dieser große Tempel existieren wird. Gut, dann geht es morgen mit dem 26. Januar 1976 weiter. Srila Prabhupada Ki Jai. Und wir lesen jetzt. Wie bitte? Wir lesen jetzt aus dem Bhagavatam. Sechster Kanto, Kapitel 4, Vers 12. 6, 4, 12, ne? Sind wir nicht richtig? Ja, 6, 4, 12, bitte. Nee, wo sind wir denn? Nee, wo sind wir denn? Warte mal. Doch, ich bin richtig. Was habt ihr denn da? Ja, ich glaube, ich bin richtig.
Das dauert nicht so lange, oder? Du musst eine andere Kante öffnen. Du musst eine andere Kante öffnen. Ich verstehe, aber den Schkoller, die gehen nicht. Das ist das Problem. Ach, das ist nicht. Viertes Kapitel? Vers 12. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tukanam pitarau bandho. Trisha bhakshma triya pati. Pati vrajanam bhikshunam. Kriya gyanam buddha surit. Tukanam pitarau bandho. Trisha bhakshma triya pati. Pati prajanam bhikshunam. Kriya gyanam buddha surit. Tukanam pitarau bandho. Trisha bhakshma triya pati. Pati prajanam bhikshunam. Kriya gyanam buddha surit. Tukanam, der Kinder. Pitarau, die beiden Eltern. Bandhu, die Freunde. Risha, vom Auge. Pakshma, das Augenlid. Striya, der Frau. Pati, der Ehemann. Pati, der Beschützer. Prajanam, der Untertan. Bhikshunam, der Bettler. Grihi, der Haushälter. Agyanam, der Unwissenden. Buddha, der Gelehrte. Suhrit, der Freund. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace Srila
A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Wie der Vater und die Mutter die Freunde und Erhalter ihrer Kinder sind, wie das Augenlid der Schutz des Auges ist, wie der Ehemann der Beschützer seiner Frau ist, wie der Haushälter der Erhalter und Beschützer der Bettler ist und wie der Gelehrte der Freund der Unwissenden ist, so ist der König der Beschützer und Lebensspender aller seiner Untertanen. Die Bäume sind ebenfalls Untertanen des Königs. Deshalb sollte ihnen Schutz gewährt werden. Erläuterung. Durch den höchsten Willen der Persönlichkeit Gottes gibt es vielerlei Beschützer und Erhalter. Die Bäume gelten auch als Prajas, als Untertanen des Königs, und deshalb ist es die Pflicht des Königs, die Bäume zu schützen, ganz zu schweigen von anderen. Der König ist verpflichtet, die Lebewesen in seinem Königreich zu beschützen, während also die Eltern direkt verantwortlich für den Schutz und den Unterhalt ihrer Kinder sind, ist es die Pflicht des Königs, darauf zu achten, dass alle Eltern ihre Pflicht richtig erfüllen. Ebenso ist der König dafür verantwortlich, über die anderen Beschützer zu wachen. Wie in diesem Vers erwähnt wird, es ist auch zu erwähnen, dass die Bettler, die von den Haushältern unterstützt werden sollten, keine professionellen Bettler sind, sondern Sannyasis und Brahmanas, die von den Haushältern mit Kleidung und Nahrung versorgt werden sollten. Om Agyana Timirandasya Gnanjana Shalakaya Shakshumi Taminatas Mai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Upakadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kandarada Kanta Namastute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vindavneshwari Vishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyascha Kripa Sindhuva Evacha Patitanam Pavanipyo Vaishnavibyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Wie der Vater und die Mutter die Freunde und Erhalter ihrer Kinder sind, wie das Augenlid der Schutz des Auges ist, wie der Ehemann der Beschützer seiner Frau ist, wie der Haushälter der Erhalter und Beschützer der Bettler ist und wie der Gelehrte der Freund der Unwissenden ist, so ist der König der Beschützer und Lebensspender aller seiner Untertanen. Die Bäume sind ebenfalls Untertanen des Königs, deshalb sollte ihnen Schutz gewährt werden. So, nochmal zur Erinnerung. Wir hatten hier den Fall, dass die Prachitas lange Zeit sich Entsagung aufgenommen hatten. Und als sie aus diesem Zustand der Tapasya wieder erwachten sozusagen, fanden sie die Welt sehr verwildert vor. Sie war voll von Unkraut, Büschen, Bäumen sozusagen. Es gab lange Zeit keinen König. So, die Welt war in einem sehr, wie sagt man, nicht in einem Zustand, der nicht sehr geordnet war. Normalerweise, wenn sich jemand wie ein guter König, ein guter Herrscher kümmert, dann wird alles geregelt. Da gibt es Landwirtschaft, es gibt, jeder hat seine Position, seine Pflicht, alles hat seine Ordnung. So, die Prachitas wurden sehr zornig. Wir wissen, dass sie die Bäume verbrennen wollten. Doch dann kam Soma und hat sie erstmal, wie sagt man, pacified, also runtergequält. Erstmal ein bisschen friedlich gestimmt. Er hat ihnen ein wunderschönes Mädchen, Marisha, angeboten, mit denen dann die Prachitas Daksha zeugten. So, er hat sie dazu aufgerufen, bitte seid ein bisschen barmherzig. Auch die Bäume sind die Untertanen des Königs, auch die Bäume sind Lebewesen. Wir wissen natürlich alle, dass alle beseelten Wesen, letztendlich alles, was sich bewegt in der materiellen Welt, hat eine Seele. Die Seele und die Überseele sind im Herzen. So auch in den Herzen der Bäume und Tiere.
So sollten wir verstehen, dass wir letztendlich in jeder Situation, die uns vielleicht zornig machen könnte, dass wir immer im Hinterkopf auch haben, dass die Barmherzigkeit das Wichtigste ist, was ein Devotee eigentlich praktizieren kann. Sich nicht, egal in welcher Situation, verleiten lassen sollte, die Kontrolle über diese niedere Natur abgeben zu, sondern dass wir, egal welche Umstände, in welchen Umständen wir uns befinden, die Umstände in der materiellen Welt, die mögen oft sehr ja, unangenehm sein, sehr ärgerlich, sehr schmerzhaft. Aber es ist wichtig für einen Devoti, wie reagieren wir darauf? Wir kennen aus unseren Schriften viele Beispiele. Prahlad Maharaj, Ambarish Maharaj, Parikshit Maharaj, die haben alle sehr viel, man könnte sagen, Leid oder wie sagt man, harte Zeiten erlebt. Also zum Beispiel Prahlad Maharaj war nur ein kleiner Junge, der durch die Lehren Narada Munis schon im Mutterleib seiner Mutter eigentlich die spirituelle Wahrheit, das transzendentale Wissen von Narada Muni erfahren hatte. Doch weil er der Sohn von dem größten Dämonen seiner Zeit war, Hiranyakashipu, wurde er von seinem Vater sehr drangsaliert. Er wurde sehr, sehr schrecklichen Situationen ausgesetzt. Wir wissen alle, er sollte eigentlich getötet werden. Aber Prahlad hat alles toleriert, weil er so viel Vertrauen im Herzen hatte. Und sogar immer trotzdem weiter das Gefühl der Barmherzigkeit seinem Vater gegenüber gespürt. Er hat seinen Vater nicht verurteilt, sondern eigentlich Niklas Bellwischer? Hallo, ich bin aus Deutschland, ich muss das wissen. Der wohlmeinende Freund, genau. Okay. So, der Devoti ist immer der wohlmeinende Freund. Auch Parikshit hier, wir haben hier das Bhagavatam. Das Bhagavatam wird gesprochen von Shukadev zu Parikshit. Parikshit hat einen kleinen Fehler gemacht. Einen kleinen Fehler, hat eine Schlange um den Hals eines Brahmanas gelegt, in einem kleinen Moment des Zornes. Und daraufhin wurde er von Shrinki, dem Sohn dieses Brahmana, verurteilt, verflucht, innerhalb von 7 Tagen von einer Schlange gebissen zu werden und den Tod zu finden. Ich meine, das ist wow, also das ist so ziemlich hartes Brot. Und trotzdem hat er das einfach ganz demütig hingenommen. Und das Schicksal angenommen, die letzten Tage genutzt, um mit den heiligsten Persönlichkeiten seiner Zeit Gemeinschaft zu haben und das Bhagavatam zu hören von Shukadev Goswami. So, dann wollte ich nochmal auf den Vers eingehen. Wir sehen hier, es werden verschiedene Situationen erwähnt, wer in der materiellen Welt zum Schutz wer beschützt, also zum Beispiel die Mutter beschützt das Kind, der Vater beschützt das Kind, der Mann beschützt die Frau. Wir wissen, Prabhupada hat oft gesagt, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind in der materiellen Welt die höchste Form der Liebe ist, weil es die selbstloseste Liebe ist. Denn die Mutter sorgt sich um das Kind erscheint, man könnte sagen, das Kind kann in dem Moment erstmal nichts zurückgeben. Natürlich, Babys sind unheimlich süß und knuffelig und knuddelig. Und wahrscheinlich hat die Mutter da auch eine große liebevolle Beziehung daraus. Aber alles andere, also das Kind kann nichts machen, es kann nichts sagen, es kann nichts wirklich geben, es kann nichts im Prinzip zurückgeben. Aber die Mutter kümmert sich um das Kind.
bis es heranwächst, bis es so weit gewachsen ist, dass es selbstständig ist. Und dann muss die Mutter oder der Vater, die müssen unangehaftet sein. Es kann durchaus sein, dass das Kind einfach geht, dass das Kind einfach sagt, ich brauche euch nicht mehr viel, also dass das Kind nicht mehr vielen Dank sagt, sondern einfach geht. Gerade im Kali Yuga haben wir diese Situation sehr oft, dass die Kinder oft undankbar sind, sich gar nicht um die Eltern kümmern oder dass die ja, ihren Weg einfach gehen und gar nicht verstehen, wie viel Energie die Eltern eigentlich reingesteckt haben in so eine Beziehung. Und trotzdem wird der Vater und die Mutter werden das Kind immer beschützen. Auch finde ich hier interessant, so wie Gelehrte, die Gelehrten der Freund der Unwissenden sind. So jeder, der Wissen besitzt, sollte Unwissenden helfen, dieses Wissen auch zu erfahren. Und da kommen natürlich wir als Devotis ins Spiel. Wir haben eine Weisheit, ein Wissen aus den Schriften und von Srila Prabhupada erfahren, die vielen Menschen im Moment noch nicht zugänglich sind. Wenn wir samstags zum Harinam gehen, versuchen wir den Menschen den heiligen Namen zu geben. Wir versuchen den Menschen Büchern zu geben, mit ihnen über das Wissen, das wir haben, zu sprechen. Und das ist unsere Pflicht. Und das ist, was unsere Mission ist auch. Srila Prabhupada hat uns nicht dieses Wissen gegeben, sodass wir dann jetzt hier im Tempel sitzen oder zu Hause sitzen und denken, oh super, der heilige Name ist so süß, er ist so süß wie Nektar. Radhana Swami wurde einmal gefragt, was ist deine Lieblingssüßigkeit? Radhana Swami wurde mal gefragt nach einem Vortrag, was seine Lieblingssüßigkeit ist. Und was hat er geantwortet? Der heilige Name, Haribo. So, wenn wir sehr hohe Ebene. Aber dann hat er gesagt, aber Halava ist auch gut. So, ja, wir verstehen, wenn wir Krishna-Mustern praktizieren, in irgendeiner Weise verstehen wir das, auch wenn wir nicht auf der höchsten Ebene des reinen Gottgeweihten sind, aber wir haben immer in unserem spirituellen Leben wieder Momente, wo wir verstehen, Krishna-Bewusstsein macht glücklich. Das geht tief ins Herz, das bringt uns einfach Freude oder Bliss, wie wir sagen. Das mag manchmal sein, dass wir, wenn wir mit anderen Devotis zusammen chanten, dass wir das empfinden, oder das mag sein, wenn wir einen Dienst für Krishna machen. Ich habe oft die Erfahrung, wenn mal ein Festival war oder irgendwas, also wo man den ganzen Tag von morgens bis nachts zu tun hatte und gekocht und gesungen und was weiß ich nicht alles gemacht, dann noch ein Theaterstück aufgeführt. Und das ist das Schöne hier im Westen, dass wir immer nicht so viele Devotis sind. Wenn ein Festival zu organisieren ist, dann muss man meistens alles machen oder ganz viel machen. In Indien habe ich oft gedacht, ich bin ja hier nur Zuschauer, ich habe ja gar nichts zu tun. Da habe ich mir gedacht, ist auch viel schöner eigentlich im Westen Festivals zu haben. Da kann man so viel machen, so viel Dienst. Und das Interessante, am Ende eines solchen Tages fühlt man sich nicht total fertig und down, sondern man fühlt sich total glücklich. Natürlich, der Körper hat trotzdem seine Begrenzungen. Man muss trotzdem mal schlafen und so weiter. Aber diese Momente, die geben uns einfach so ein großes Glücksgefühl, dass wir verstehen, Krishna-Bewusstsein ist lebendig. Krishna-Bewusstsein ist eine Tatsache. Das ist einfach ein mystischer Prozess, der uns immer weitergehen lässt. Mit jedem bisschen Dienst, mit jedem heiligen Namen, den wir chanten, mit jeder Seite oder jedem Vers, den wir lesen in den Schriften, wird unser Krishna-Bewusstsein stärker und größer. Und wir müssen, ja, es gibt das schöne Beispiel, dass man den Baum bewässert, indem man die Wurzeln gießt. Habt ihr alle schon mal gehört, oder? So in gleicher Weise können wir unser
Glück. Damit erreichen wir haben so von der materiellen Welt haben wir diese ganze Beeinflussung, was uns angeblich alles glücklich macht. Also wir wissen, dass alles Werbung und so weiter, die Medien und andere Menschen. Aber wir im Krishna-Bewusstsein verstehen, dass das Bewässern der Wurzel, das bedeutet, dass wir unser Gottesbewusstsein, unser Krishna-Bewusstsein wieder beleben, weil wir das leider vergessen haben. Wir sind ja eigentlich ewige Diener des Herrn. Wir sind das an und das ewige Diener des Herrn. Und wir müssen einfach dieses Wissen, diese ewige Beziehung wieder erleben, wieder beleben, nicht erleben. Und das bedeutet halt, an die Wurzel zu gehen, den Baum zu gießen, unsere Bhakti-Lata-Pflanze zu gießen, mit hingebungsvollem Dienst. Und einer dieser Wege ist es, dass wir der Freund der Unwissenden sind. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in unserem Krishna-Bewusstsein. Wir sollten immer verstehen, es ist auch Teil unserer Mission, unser spirituellen Meister und die spirituellen Meister unserer Schülernachfolge zu erfreuen. Unser spirituelles Leben hängt auch davon ab, wie wir unseren spirituellen Meister zufriedenstellen, Srila Prabhupada zufriedenstellen und damit auch Lord Chaitanya und Krishna. So eine Mission ist, dieses Wissen weiterzugeben, den heiligen Namen weiterzugeben, zu predigen. Das ganze Chaitanya Charitamrita ist voll von Begebenheiten, wo Lord Chaitanya immer wieder versucht hat, alle möglichen Seelen zu bekehren. Also in den Fußstapfen von Lord Chaitanya sollten wir versuchen, dieses Wissen weiterzugeben. In einer sehr barmherzigen Haltung. Nicht zu denken, ach, die da draußen, die sind doch alle viel zu gefallen, die wollen doch eh nichts hören und die wollen doch sowieso nur Drogen nehmen und Alkohol trinken und Fleisch essen. Sondern wir sollten verstehen, wir sind letztendlich genauso eine Seele, wir sind auch hier in dieser materiellen Welt. Wir wissen alle die berühmte Begebenheit, wo Lord Chaitanya Nityananda und Haridas Thakur rausgeschickt hat, geht raus, gebt den heiligen Namen allen Menschen, klopft an jede Tür, gibt dieses Wissen, dass Krishna alles ist. Krishna ist unser höchster Herr, Krishna ist unser Ein und Alles. Krishna ist unsere Mutter und unser Vater. Gebt dieses Wissen weiter. Und so gingen Lord Nityananda und Haridas zusammen raus auf Predigertour. Und dann trafen sie die größten Schurken ihrer Zeit. Wie hießen die? Hey, Dr. Ruhl weiß alles, ne? Ja, das ist natürlich so das Paradebeispiel, was wir immer wieder gern erwähnen. Aber es ist halt so wichtig zu verstehen, wie tief, wie groß eigentlich die Barmherzigkeit vor allem von Lord Nityananda ist. Denn es war in erster Linie Lord Nityananda, der diese größten Schurken der Zeit überhaupt erst angesprochen hat. Haridas hätte sie nicht angesprochen. Er hat gesagt, Nityananda, bist du verrückt? Lass es einfach, lass uns gehen. Weil die waren sehr brutal, sehr gewalttätig. Die hatten alle sinnvollen Sachen gemacht, die man so machen konnte. Und Nityananda hat gedacht, ja genau, das ist genau mein Klientel, was ich erreichen möchte in dieser Welt. Die Gefallensten der Gefallenen. So, dann gab es natürlich eine kleine Auseinandersetzung. Madai hat Nityananda mit einem Topf oder mit so einem, wie sagt man, Krug am Kopf verletzt. Er blutete und dann rannte Haridas zurück zu Chaitanya. Nityananda wurde verletzt. Hilfe, Nityananda wurde verletzt. Und Chaitanya war wutentbrannt. Chakra, Chakra, jetzt ein Chakra schon mal geholt. Ihr wisst, was das Chakra macht. Das Chakra ist eine gefährliche Waffe. Ja. So, und dann kam Lord Chaitanya zum Ort des Geschehens
Und Nityananda flehte ihn an. Chaitanya, du bist doch in dieser Inkarnation nicht gekommen, um die gefallenen Seelen zu töten. Du bist doch nicht Krishna, der die Dämonen tötet. Wir wissen aus dem Krishna-Buch, dass Krishna unzählige Dämonen getötet hat. Einen nach dem anderen. Aber im Kali-Yuga, in unserem Yuga, in dem wir gerade sind, haben wir das große Glück, dass Lord Chaitanya zwar unsere dämonischen Eigenschaften aus unserem Herz nehmen möchte, aber er wird uns nicht für unsere dämonischen Eigenschaften töten, sondern er möchte uns reinigen. Und so hat Lord Chaitanya letztendlich bei Jagannath Mata auch Barmherzigkeit walten lassen. Er hat all ihre sündvollen Reaktionen auf sich genommen. Es wird gesagt, als er das getan hat, wurde er schwarz. Eigentlich hat ja Lord Chaitanya eine goldene Hautfarbe, aber in dem Moment wurde er ganz schwarz. Dann gab es einen großen Kirtan, der war so reinigend, dann hat Lord Chaitanya seine normale Farbe wieder angenommen. Und Jagannath und Mathai haben letztendlich, sie sind Devotis geworden, sie sind die besten Devotis geworden, sehr demütige Devotis. Sie haben einen Badegat gebaut, also sie wollten den Vaishnavas dienen. Sie wussten ja genau, dass sie ganz, ganz, ganz viele Vergehen gegen alle möglichen Menschen gemacht hatten und auch Devotis. So wollten sie wieder gut machen und haben den Vaishnavas damit gedient, dass sie einen Badegat errichteten und den Vaishnavas dort dienten. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es reicht nicht nur, gefallen zu sein. Gefallen sind wir alle, okay, das ist unsere Qualifikation. Aber wir müssen uns auch verändern. Wir müssen auch bereit sein, die Veränderung im Herzen zuzulassen. Und die Veränderung kann natürlich nur stattfinden, wenn wir auch bereit sind für diese Reinigung. Und Reinigung ist oft auch schmerzhaft. Reinigung ist nicht, ja, das ist oft auch mit ganz viel reinigenden Situationen verbunden. Wir mögen da Autoritäten haben, die uns vielleicht Sachen sagen, die wir nicht mögen. Oder wir mögen durch schwierige Situationen gehen, die uns reinigen. Oft sagt man ja, eine schwierige Situation, die sehr leidvoll ist, die bringt uns zu neuen Erfahrungen, zu Verwirklichungen. Aber diese Reinigung ist letztendlich gut und wichtig. Das ist wie ein Topf, der sehr, sehr, sehr schmutzig ist. Der Ruhl weiß, wovon ich rede, ne? Schon viele schmutzige Töpfe geputzt, oder? Dimitri auch, oder? Musst du auch immer Töpfe putzen hier, oder? Ist auch dein Service, oder? Da wisst ihr ja, manche Schüsseln, die sind nur so, da muss man kurz drüber spülen, das war's. Manche Töpfe sind so angebrannt, da hat der Koch Burfis gemacht und die Burfis so richtig anbrennen lassen. Da muss man schrubben und schrubben und schrubben. Das mag ein bisschen schmerzhaft für den Topf sein. Aber wenn der Topf wieder scheinen will, wieder schön aussehen will, dann ja, muss er ordentlich geschrubbt werden. So, das ist unsere Situation hier im Kali-Yuga. Und einfach durch das Praktizieren des Krishna-Bewusstseins, so wie wir das machen, wir denken da vielleicht gar nicht weiter drüber nach, aber einfach, dass wir das tägliche Morgenprogramm machen, die Lecture hören, unseren Dienst machen, lesen, dass wir das alles machen, das ist die permanente Reinigung, die permanente Reinigung. Und auch wenn wir das vielleicht von heute auf morgen nicht so sehen, aber nach Jahren, 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 sehen wir dann, irgendwann ist unsere Beziehung zu Krishna tiefer geworden. Unsere Liebe zu Krishna, unsere Hingabe, wo wir vielleicht in den ersten Jahren Dinge noch aus Pflicht gemacht haben. Ja, der Tempelpräsident hat wieder gesagt, ich soll dies und das machen. Mache ich es halt. Aber nach 10 Jahren, nach 20 Jahren, dann denkst du dann, wow, ich möchte das machen. Ja, Haribo. Ich möchte zum Harinam. Es ist nicht mein Pflichtprogramm, sondern ich möchte zum Harinam gehen. Und so können wir unser Leben zu einem totalen Erfolg machen. Wir können glücklich sein. Wir können wirklich glücklich sein im Krishna-Bewusstsein.
Denn nur im Krishna-Bewusstsein ist es möglich, wahres Glück zu erfahren. Wir wissen alle, uns wird vorgegaukelt, wir können hier in dieser Welt glücklich sein, aber dieses Glück in dieser Welt ist zeitweilig. Aber im Krishna-Bewusstsein können wir wahres Glück erlangen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich mal genug jetzt für heute. Ja. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Goranga Dwainita ki jai. Haribo. Möchtet ihr noch was ergänzen, was fragen, etwas sagen? Dass wir uns auch reinigen müssen. Wir sind gefallen, aber wir können nicht sagen, okay, ich bin gefallen, das ist halt so, ich mache weiter, sondern wir müssen diesen Wandel im Herzen, wie Jagannath Mahadev, die haben einen Wandel im Herzen gemacht. Die waren, nachdem sie Nityananda und Chaitanya getroffen haben, nicht mehr die gleichen, die haben nicht mehr weitergemacht. Frauen zu vergewaltigen, Menschen zu töten, alle möglichen Menschen zu bedrohen und auszurauben. Das haben sie nicht mehr weitergemacht, sondern sie sind dann Devotis geworden. Also sie haben diesen Wandel im Herzen gemacht. Das ist wichtig. Wir müssen diesen Wandel, also wir müssen unseren Charakter ändern. Wir müssen ja, verstehen, dass es höhere Werte gibt. Verstehen, was unser Sinn im Leben ist. Dass der Sinn im Leben ist, Krishna zu dienen. Dass wir das wieder verstehen. Wir sind ja eigentlich die ewigen Diener des Herrn. Aber wir haben das leider in vielen, vielen Geburten vergessen. Wir müssen praktisch unser Bewusstsein verändern. Also, wenn man als Devotee praktiziert, aber sein Bewusstsein nicht ändert, dann wird man irgendwann wieder in die Fänge von Maya geraten, weil Maya, die ist auch eine sehr, sehr starke Kraft natürlich. Sie ist die kraftvolle Dienerin von Krishna. Und sie ist einfach mal stärker als wir. Maya ist einfach stärker als wir. So, wir müssen diesen Wunsch haben, uns zu verändern. Hin zum reinen Gottgeweihten. Das mag ein langer Weg sein. Aber wir sollten das als Ziel vor uns haben, dass wir letztendlich ein reiner Diener des Herrn werden wollen. Also, dass wir nicht ewig Jagais und Madais bleiben. Und das kann man nicht einfach so oft fragen, Devotis, aber wie mache ich das und wie mache ich das und wie mache ich das? Wie chante ich denn besser und wie werde ich denn ein besserer Devoti und das und das? Aber das kommt automatisch, wenn man seinen Dienst macht, mit jedem Topf, den man spült, mit jeder Toilette, die man putzt oder jedem Gericht, was man kocht, jede Girlande, die man macht, was immer. Das mag so ein kleiner Dienst sein. Aber jeder Dienst ist ein bisschen mehr Reinigung. Und das Herz wird automatisch gereinigt, wenn wir aber auch das zulassen. Wir müssen halt auch diese Begierde haben. Das heißt Laulyam. Diese Begierde auch, im Krishna-Bewusstsein weiterzugehen. Wenn diese Begierde nicht da ist, diese Entschlossenheit, dann wird es schwierig. Wenn wir sozusagen, es gibt auch Devotis, es gibt natürlich unterschiedliche Arten zu praktizieren. Ne? Wenn man zum Beispiel einmal die Woche zum Sonntagsfest kommt, das ist schön, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn ich jeden Tag zur Mangelarti gehe, den ganzen Tag Service mache und mein Tag voll mit Krishna-Bewusstsein ist. Oder wenn ich vielleicht einmal im Jahr an Janmashtami zum Tempel komme, dann ist es auch nicht das Gleiche, wie wenn ich jeden Sonntag zum Sonntagsfest komme. Dann ist es ist einfach ein Unterschied. Ne? Und die Reinigung, die wird einfach nur in dem Maße stattfinden, wie wir uns auch bemühen und wie wir auch dieses Verlangen, diese Begierde haben.
Konzentrierten, das Glück, wir können das verstehen. Aber wie könnte man den anderen helfen, das zu verstehen, mit praktischen Ratschlägen, damit sie auch ernsthafter werden? Und die anderen Devotis? Ja. Nicht Devotis. Ah, okay. Das Problem ist, man kann niemanden zwingen zu seinem Glück. Man kann aber ein gutes Beispiel geben. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir einen guten Charakter entwickeln als Devotis. Und wenn wir dann nicht Devotis treffen, dann sollten sie im besten Falle beeindruckt von uns sein und denken, wow, was ist das denn für ein Mensch? Ich hatte zum Beispiel mal, ich hatte mal eine Arbeit und die fing meistens erst so nachmittags an. Da hatte ich natürlich schon meine Runden gechantet, meine Detis verehrt und alles gemacht. Ne? Und ich bin dann natürlich immer zur Arbeit so, ne, wie so ein Devoti, so Haribo. So. Ich habe nicht Haribol gesagt, aber ich war immer gut drauf. Ne? Und dann hat meine Kollegin mich gefragt, was ist mit dir los? Bist du gerade frisch verliebt oder was ist mit dir los eigentlich? Ne? Und ich so, nein, ich bin schon lange verheiratet, also nicht frisch verliebt. Aber die Menschen, die merken dann so eine Kraft. Ich habe das immer wieder, wenn ich Arbeitskollegen hatte, gemerkt. Die spüren dann einfach diese andere Energie, diese positive Energie oder dass man etwas hat, was sie nicht haben. Ne? Das ist eine gute Sache, wie wir predigen können, dass wir den Menschen zeigen, hey, ich mache was, was mich glücklich macht, durch unser gutes Beispiel. Dann müssen wir auch sehen, wo die Menschen stehen. Manche Menschen sind offen für Philosophie, mit denen kann man über Reinkarnation, Karma sprechen. Ich hatte zum Beispiel mal letztes Jahr in einer Schulklasse über Krishna-Bewusstsein gesprochen. Da wurde ich eingeladen, über Hinduismus und Bhakti-Yoga zu sprechen. Und ich sollte da eigentlich, also es war 90 Minuten und ich habe vielleicht so eine Einführung von 5 bis 10 Minuten gegeben. Und dann haben mich die Kinder bombardiert mit Fragen, bombardiert, eine Frage nach der anderen. Die hatten so viel Interesse daran, das zu wissen, was das alles für eine Philosophie ist und so weiter. Und wenn man so eine Person hat, dann kann man natürlich Krishna-Bewusstsein sofort gleich so weitergeben, gleich so zack, alles rausgeben, wenn jemand so begierig ist. Aber dann gibt es auch Menschen, die wollen im Prinzip von gar nichts irgendwas wissen. Die sind so tief in Unwissenheit bedeckt, da sind so viele Schichten über der Seele, dass man da nicht direkt rankommt. Ne? Und da kannst du manchmal nicht mal über Vegetarismus reden, dann flippen die schon aus. Dann denken die, ach, du spinnst doch und so. Ne? Also es gibt so sehr, heutzutage trifft man es nicht mehr so oft, aber früher in den 90er Jahren, als wir Harinam gemacht haben, da haben uns Leute sogar mit Bierflaschen beschmissen und so weiter und beschimpft und manche haben uns Prügel angeboten, ja, wollten uns schlagen und so weiter. Ne? Also die Zeiten haben sich schon sehr positiv verändert. Heutzutage, wenn wir Harinam machen, dann sind alle, ja, die tanzen mit und lachen und die meisten Leute sind sehr positiv. Ne? So, das ist schon die Arbeit der Devotis. Ne? Die Devotis haben schon so viel gepredigt, so viel den heiligen Namen gesungen und Bücher rausgegeben, dass die Menschheit sich schon verändert hat. Es gibt so viel, einen riesen Boom, veganen Boom. Ja? Also es gibt diese Organisation PETA, PETA, die machen so viel Werbung für dafür, dass man kein Fleisch essen sollte, habe ich mal in München gesehen, Riesenposter. Das ist ein Riesenpredigen, das kommt uns auch zugute. So, was wir als Devotis machen können, wir können, wenn jemand überhaupt nicht von Krishna-Bewusstsein etwas wissen will, dann können wir erstmal nur versuchen, nett zu sein. Wir können versuchen, diesen Menschen irgendwie Prasadam zu geben, wenn er es irgendwie annehmen kann, manchmal muss man es vielleicht heimlich machen. Wenn die Familienmitglieder keinen Prasadam annehmen wollen, dann muss man ihnen halt Tulsi-Blätter in Salat mischen oder so. Ne? Muss man solche heimlichen Tricks anwenden. Aber irgendwie, dass man irgendwie Krishna-Bewusstsein weitergibt. Sei es mit den kleinsten Dingen. Und dann muss man halt gucken, wie offen ist die Person. Das
kennt man so von Bücherverteilung. Ich bin jetzt kein großer Buchverteiler, aber ich habe auch die Erfahrung, manche Leute sind überhaupt nicht interessiert, aber manche Leute sind interessiert. Man trifft manchmal Menschen, die sagen, ah, gerade heute habe ich mir über den Sinn des Lebens Gedanken gemacht und jetzt kommst du. Das muss ein Zeichen sein. So, je nachdem, wo der Mensch steht, muss man den Menschen in dieser Situation weiterleiten, wo auch immer er ist. Und der Harinam, also das finde ich besonders wichtig, dass der Harinam immer weitergeht, weil dieser Harinam, die heiligen Namen, die wir singen, die hören ja alle Menschen, ob der jetzt ein Superdämon ist oder schon kurz vor Erleuchtung, die heiligen Namen, die hören alle und die reinigt auch alle. Also alle werden gereinigt durch das Hören der heiligen Namen. Man sollte nicht jemanden, der jetzt gar nicht interessiert ist oder sogar vielleicht gegen Krishna muss sein, sollte man nicht dann so, so heftig predigen und wie so ein Hammer, das sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Das ist auch nicht der richtige Weg. Ja, am besten durch unser eigenes Beispiel und dann mit Feingefühl predigen. Ja. Ist das okay? Du hast etwas erzählt, wo du in der Schule so gepredigt hast. Kannst du nochmal näher davon erzählen? Ja. Das war in Leipzig. Letztes Jahr hat eine Religionslehrerin mich eingeladen. Die hatten das Thema Hinduismus. Und sie wusste, dass es in Leipzig einen Krishna-Tempel gibt. Und das waren so Kinder, die waren so 14, 15. Und die wollten halt was über Hinduismus aus erster Hand wissen. Also die fanden das besser, jetzt jemanden, der... Wir gelten halt als Vertreter des Hinduismus, obwohl wir jetzt nicht wirklich Hindus sind, aber... Sie wussten auch, dass ich nicht direkt jetzt Hindu bin, aber Bhakti-Yoga, Krishna-Bewusstsein praktiziere. So haben sie mich als Vertreter des Hinduismus eingeladen und wollten halt wissen, was ich praktiziere und warum und was ich glaube. Und ja, ich habe ihnen halt alles Mögliche erzählt, was Bhakti ist, was Karma ist, was Reinkarnation ist. Und ja. Ja, genau. Die wollten das halt genau wissen, wie das mit dem Karma ist und mit der Schuld und ob man, ja, ob man, ob es immer eine neue Chance gibt. Ne? Also so, weil wenn man das Prinzip des Karmas versteht, das bedeutet ja Aktion, Reaktion. Klar kann man dann sein Schicksal beeinflussen, ne? Also wenn man erstmal jetzt gute Handlung, das ist zwar jetzt erstmal gutes Karma und wir als Devotis wollen weder gutes noch schlechtes Karma, aber jetzt erstmal als ersten Schritt, dass man versteht, wenn ich gut handle, habe ich auch gute Reaktionen, also kann man sein Schicksal positiv beeinflussen. Das fanden die zum Beispiel total interessant, das fanden die faszinierend. Ne? Weil sonst, wenn man jetzt an gar nichts glaubt, keine Philosophie hat, dann denkt man ja, naja, kommt halt, wie es kommt und alles ist eh sinnlos. Das ist so eine, ja, so eine sinnlose Welt dann. Ne? Aber wenn man eine Philosophie hat, dass man sein eigenes Leben beeinflussen kann, ne? Durch entsprechende Handlungen, das fanden die sehr interessant. Ja. Ein Schüler hat gesagt, das war die schönste Unterrichtsstunde in seinem ganzen Leben. Boah. Die Lehrerin war ein bisschen so, what? Aber das ist halt, was ich meine. Wir müssen als Devotis die Herzen erreichen, wir müssen die Herzen bewegen. Dadurch, dass wir authentisch sind, dass wir das predigen, was wir auch wirklich leben und nicht irgendwas künstlich machen. Das ist, was die Herzen bewegt, die Herzen der Menschen bewegt, wer wir sind. Deswegen ist es wichtig, dass wir gute Devotis sind, ernsthafte Devotis. Und Devotis mit Herz und Barmherzigkeit, wo es auch hier drum ging in dem Vers, dass die Prachetas barmherzig sein sollen zu den Bäumen und die nicht zerstören, sondern ja, freundlich zu den Bäumen sein sollen. Gut, es ist kurz vor 9, ich denke, wir sind jetzt zum Ende angekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada Ki Jai.